Ein gutes Urteil. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister LaGuardia vertrat manchmal den Polizeirichter. Eines kalten Wintertages führte man ihm einen alten Mann vor. Seine Kleidung war zerschlissen, das Leben hatte deutlich Spuren hinterlassen. Er hatte aus einer Bäckerei ein Brot gestohlen. In der Vernehmung gab der Mann den Diebstahl zu und gab an, er habe das Brot nur gestohlen, weil seine Familie am Verhungern sei. Der Bürgermeister sprach das Urteil, denn das Gesetz erlaubte keine Ausnahme. So verurteilte er den armen Mann zur Zahlung von $10, damit er seine Strafe auch bezahlen konnte und freikam. Aber dann wandte er sich an die Zuhörer im Gerichtssaal und zu ihrer Überraschung sagte LaGuardia: Und nun verurteile ich jeden Anwesenden im Gerichtssaal zu einer Geldbuße von 50 Cent, und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, in der ein Mann ein Brot stehlen muss, um seine Familie vor dem Hungerstod zu bewahren. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafe sogleich und übergeben Sie sie dem Angeklagten. Der Hut machte nun die Runde, und der alte Mann konnte mit fast $50 in der Tasche den Gerichtssaal verlassen. Ein gutes Urteil, das uns an unsere Verantwortung füreinander erinnert. Bevor wir einander richten und verurteilen, anklagen oder bestrafen, wollen wir füreinander einstehen und miteinander teilen.